Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 auf der Nordfriesischen Marsch im Multiplayer-Spielstand. Ja, im Dezember sind wir. Ja, Aufträge gibt es nichts mehr zu tun, könnte man meinen. Ne, ganz so ist es nicht. Wie man schon oben sieht, wir müssen uns definitiv um unsere Produktion kümmern. Ne? Denn ich glaube, auch Jürgen war ja nochmal auf dem Spielstand. Der hat schon alles abgearbeitet, was abzuarbeiten war. Ich glaube, Steine sind auch alles eingesammelt und ja, unsere Felder sind optimal vorbereitet. Wir müssen natürlich aufs Frühjahr warten, aber unsere Produktion. Ich habe hier schon mal Sonnenblumen aufgeladen. Oben sehen wir ja, Sonnenblumen in der Raffinerie reichen nicht mehr lang. Ja, wir werden auch nicht über das ganze Jahr mit Sonnenblumen reichen. Ich weiß nicht, wie wir dann noch Diesel herstellen oder ob wir dann welchen einkaufen müssen. Mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir definitiv nächste Ingame-Saison viel mehr Sonnenblumen anpflanzen. Das Einzige, was wir schon so ein bisschen, ja, wir haben zwar hier unten auf Feld 24 und 23 haben wir ja für uns Raps angepflanzt. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig Raps. Da müssen wir mal gucken, ob wir nicht unsere Fühler noch irgendwohin ausstrecken können, wo es auch Raps gibt. Ne? Ja, die KI hat nur noch Raps angepflanzt auf der 72. Ne? Ja, ist auch natürlich. Ja, können wir auch gucken. Gucken können wir. Ja, gucken kostet nichts, ne, zum Glück. Ne? Ja, 1,2 Millionen, wenn wir sowas machen wollen. Ich meine, irgendwann müssen wir weiter rausgucken. Wir aktuell befinden uns ja hier, wenn wir gucken, auf der Standardmarsch. Die Felder ist nicht mehr viel, was wir noch kaufen müssten. Wir haben ja hier auch schon ein Feld weiter draußen gekauft, was Standardmarsch ist, hier oben ja auch schon. Und dort auch schon. Also die Standardkarte, die hätten wir schon in unseren Besitz gebracht, würde ich mal jetzt so behaupten. Ne? Aber das ist eine ganz andere Sache. Ne? Wie gesagt, wir müssen unsere Produktion heute ein bisschen versorgen. Ihn schickt man mal ganz einfach nur mit normalem Fahrkurs, weil ich muss auch oben an der Raffinerie Schweinefutter einladen. Denn bei unseren Schweinen sieht es nicht so ganz gut aus. Also die Schweine sehen schon gut aus, aber wie man ja sieht im Stall, also Gülle wird voll, ja. Dann wäre eigentlich, ja, irgendwo muss die Gülle hin, ne? Im Graben ableiten geht leider nicht, ne? Also müssen wir wahrscheinlich Klärwerk bauen. Das Geld fürs Klärwerk hatten wir zusammen. 600.684 haben wir auf dem Konto. Wir brauchen natürlich noch Land. Ne? Das ist, ja, das muss natürlich noch her. Das Land ist, glaube ich, 100 und ein bisschen. Aber oben an der Zuckerfabrik steht noch Zucker rum. Da ist schon ein LKW hingefahren. Das werden wir wahrscheinlich hinkriegen, ohne irgendwas Größeres verkaufen zu müssen. Ja, und ansonsten, glaube ich, bei den Schafen, ja, könnte einen in Heuballen hin. Kühe will ich jetzt nicht sagen, dass sie sich selbst versorgen, aber aufgrund vom Futtermischroboter sieht es dort eigentlich ganz gut aus. Gülle auch 525.000 drin, da muss auch was passieren. Ne? Irgendwann wird dort auch rot, klar, könnten wir die Gülle, da wir ja mit Precision Farming spielen, auch auf dem Feld ausbringen. Ja, ich weiß nicht, meine, klar, wir müssten dann nicht mehr so viel düngen. Ich habe so viel mit Mineraldünger düngen, aber wir fahren ja wieder einmal zusätzlich auf dem Feld rum. Deshalb, ich weiß noch nicht so recht, wie ich das, was da so richtig ist. Oder ich müsste zweimal mit Gülle fahren, dann fahre ich aber zweimal auf dem Feld rum. Je weniger auf dem Feld rumfahre, desto besser ist es ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe mich, ja, weiß ich auch nicht. Ne. Also, mir gefällt das eben doch besser, dass ich mit dem Mineraldünger dann komplett den Düngerstatus erreiche. Und ja, sonst müsste ich ja mitschreiben, welches Feld habe ich schon mal Gülle ausgebracht und nicht. Gut, eigentlich immer dorthin, wo Dünger fehlt. Ne? Das können wir mal machen. Weiß ich noch nicht, mal gucken, aber ich denke mal, die erste Gülle werden wir hier ins Klärwerk auch fahren. Und dann werden wir dort ja, das Wasser verteilen in unserer Produktion. Wir haben ja schon ein bisschen Wasser jeweils hingebracht in die Melzerei und ins Labor. Ne? Und ja, da muss natürlich noch mehr Wasser hin, ist klar. Ne? So, ihn schicken wir mal mit einem ganz normalen Fahrkurs einfach hoch zur Raffinerie. Wie gesagt, das will ich dort selber umladen. Dort, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, es ist. Gibt jetzt zwei Autodrive-Ordner sozusagen. Gedanklich zwei. Ne? Nehme den von der Rostock. Ne? So, Raffinerie anliefern. Dort wollen wir hin. Dass wir hier noch, ja, einen Überblick behalten. So, dahinter steht der nächste Trecker. Dort wollte ich dann den Weizen einladen, aber hatte vorher gesehen, wir werden noch mal schnell was anderes machen. Denn Stroh sah ja auch nicht so gut aus beim Schwein. Ne? Wer aufgepasst hat, da war ja auch einiges raus. Das werden wir erstmal noch schnell erledigen. Und dann schicken wir ihn mit einer Ladung Weizen hoch in die Malzfabrik.
wie gesagt, wie lange unsere Rohstoffe reichen, keine Ahnung. Ne? Ich meine, wir haben deutlich mehr Weizen und Gerste angebaut, aber eigentlich mit der Voraussetzung, dass wir die Mehlfabrik bedienen können, die wir noch nicht besitzen, ne, aber irgendwann schon. Das Einzige auch an Aufträgen, wie gesagt, wir sind im Dezember, was drin ist, sind Transportaufträge, alles andere ist entsprechend raus. Cosplay-Bearbeitung, Arbeit beendet. Wer ist denn mit Cosplay unterwegs? Ach so, gut, nee. Mit Cosplay ist der nicht unterwegs. Der ist doch eigentlich mit einem Standardhelfer unterwegs. Muss ich mal schauen, ob er das dann wirklich ist. Also ich habe oben am unseren Weinreben den Standardhelfer losgeschickt, dass er uns dort ringsrum um die Weinreben noch so ein bisschen das Gras wegmulcht oder wegkuppert, sodass wir dort eine bessere den Gepflügtstatus verlieren. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, ja. Weil was wir natürlich hier mit der Fläche machen, wo wir unheimlich schlechten Precision Farming Bonus haben, das weiß ich auch nicht. Das ist meine im Stream am Freitag wurde ja gesagt, einfach hier so 5 Quadratmeter ja, pflügen, also Feld erstellen und dann entsprechend auf der Fläche irgendwo ja, die Fläche bearbeiten wie ein Feld, damit der Bonus hier hochgeht. Könnte man machen, ist natürlich nicht schön, ne? Ich weiß nicht, ob die Felder, die müssten ja theoretisch, das muss ich mir mal angucken. Die Felder müssten doch theoretisch irgendwo in einer Datei sein, wenn die hier als Bonus oder beziehungsweise als Bewertung in die Precision Farming Bewertung reinfließen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man sie dort einfach rauslöscht. Ob sie dann einfach wieder neu erstellt werden, so wie wenn man die Map löscht, wird sie ja auch neu erstellt. Ne? Keine Ahnung, also echt. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ach, hier haben wir ja auch noch Stroh drin. Ich bin jetzt induktiv hierher gefahren. Eigentlich hätte ich ja ans Ballenlager gemusst. Dann nehmen wir erstmal das Stroh hier raus. Das ist dann schon länger hier drin, das Stroh, ne? Ich glaube, bei den Kühen fehlt doch auch innen drin ein bisschen Stroh. Hier Futterroboter ist unterwegs, ne? Gibt frisches Futter. Meine, klar, habe ich mir auch überlegt, könnte man hier so neben Gewächshaus könnte man das machen. Macht man hier in, ich hätte beinahe gesagt, ein Blumenbeet, ne? Außen lang, was weiß ich, 3 Meter oder 6 Meter breit. Das würde hinpassen. Wir hätten noch Weg, der nach hinten geht. Da sieht es nach einigermaßen vernünftig aus, ne? Aber mal schauen. Meine, das nächste Problem hätte ich ja eigentlich von auf den anderen Stück, was Feld 4, nee, Feld 6 ist, das ist ja hier Feld 4 oder Farmland 4, wie auch immer. Da bin ich mir absolut noch unschlüssig, was wir da machen. So, Stroh ist full. Wie gesagt, Gülle muss irgendwie raus. Futter wollen wir organisieren und Stroh passt bei den Kühen auch einiges rein. Wenn das da oben 364.000 sind, dann passt da ein Schluck mehr rein. Ne? Aber ich in zwei. Hä? Hat das vorhin genau gepasst auf einen Liter? Wir haben doch jetzt null abgekippt. Doch 39.396. Ne, wir hatten ja 40.000 eingeladen. So, wir fahren mal von der Seite im Kuhstall rein. Ich weiß nicht, wie weit der Leli ist. Oh, falscher Hänger. Wir müssen unbedingt uns auch hier einen Hänger zulegen mit Schubboden.
Nicht, dass es hier Versicherungsfall wird, wenn wir das Dach abgehoben haben. Wie viel muss denn noch rein? Wie viel sind das? Zwei Ladungen? Das machen wir da anders. Auffüllen werden wir es, klar, aber das werden wir anders machen. Denn das wird so nichts. Aber unsere Multiproduktion fällt mir gerade auf, müssen wir auch Gülle hinfahren. Warum machen wir das nicht erstmal? Ne? Aber gut, da passt nicht so viel Gülle rein, wie wir haben. Ne? So, nee, Stroh nehmen wir nicht mit. Wir wollten Gerste oder Weizen in die Malzfabrik. Ach, Weizen. Malzfabrik braucht Weizen. Genau. Dann müssen wir Weizen mitnehmen. Halt der Ware. Ja, 800.000, meine klar. Können wir was hochbringen? Alles nicht das Problem. Ne? Aber wie gesagt, ob der übers Jahr reicht, ich. Keine Ahnung, wir brauchen viel, viel mehr Land. Wir brauchen viel mehr Rohstoffe. Ne? So, ach so, das wird noch hier oben sein. Das hat noch keiner sortiert. Ne? So, Malzfabrik Anlieferung. Dort schickt man mit einem normalen Fahrkurs hin. So, steht drüben noch ein Trecker. Dann können wir eigentlich hier den nehmen. Halt, Presse brauchen wir nicht. Na, lässt sie hier. Ich denke mal, dass wir das mit dem Ladewagen besser hinkriegen. So, Stroh. Ja, Produktionsinfo hat, wo wir ja oben die Information herkriegen vom Achim, das ist schon sehr, sehr hilfreich, ne, muss man so sagen. Weil ich glaube, sonst wird man hier einen Überblick verlieren bei der Menge an Produktion, die wir jetzt schon haben und die sicherlich noch dazu kommen. Ne? Passt der hier drunter? Achso klar, wir haben damit den Sammelwagen hier schon angeliefert. Ne? So, 400.000 waren ja drin. Ne? Gut, da passt noch eine Ladung rein. Den Ladewagen werden wir ja auch mal auf den Werkstatttrigger stellen, dass der hier mal eine Runderneuerung erhält, ne? Meine gut, wir hätten jetzt hier auch einstellen können, dass er selber fährt, aber das kriegt man schon noch hin hier. Ja, unten sehen wir auch oben beim Info hat 19 weitere Informationen kriegt man angezeigt, wo wir irgendwas tun müssen oder was bald alle wird. Ne? Ich glaube, die Liste werde ich nie abgearbeitet kriegen. Es gab auch eine Anzeige mit 0, ne? Also die Rübenschnitzel in unserer Standardrübenproduktion, Zuckerproduktion, die waren auch alle. Backt mit der Kamera wieder raus hier. Die waren auch leer. So, der Kuhstall ist voll, weil 3000 Liter bleiben drin.
Das habe ich ausgeschalten, weil die Standard-Rübenproduktion, die soll ja auch weg. Die soll ja nicht stehen bleiben dort unten. Aber wie gesagt, die Rüben, die müssen auch noch alle werden. Die werden noch bearbeitet und dann ist dort entsprechend Schluss. Da wird sie abgerissen. Ne? Da machen wir dann Betonrecycling draus. Ja, unsere Ballen sind noch nicht vergoren. Das ist ja von unserem Feld 10. Ach, hier steht noch einer. Müssen wir den einen erstmal wegfahren. Die nächste Arbeit ist angekommen, wo wir uns drum kümmern müssen. Halt ein Stück zurück. Also repariert ist alles. Er wird lackiert, sehen wir oben. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Da geht es in 2% Schritten nach unten. Den lassen wir eine Weile stehen. Dann ist unser Wagen wieder schick. Ne? So, tappen wir mal so rum durch. Genau, ihn können wir ja ausladen. Tja, da stehen die ersten Paletten Weizenmalz, ne? Also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, könnte man schon fast das Bier erkennen, ne? Ja, leider noch nicht, ne? Dazu fehlt uns ja noch die Brauerei, ne? So, ach, hier kriegt man ja auch Schweinefutter, oder? Fällt mir gerade ein. Wenn man natürlich unter Trigger drunter fährt, ne? Was? Da passt. Ach so, okay. Ich weiß, ich habe es andersrum eingefahren, ne? Ach, ein Weizen, eine Gerste könnten wir auch hier wieder rausnehmen, okay. Also Schweinefutter ist noch nicht viel drin. Ja, müsste auch eine Ladung Gerste noch her, ne? Wir nehmen es einfach mit, wenn wir schon mal hier oben sind. Da muss ich mal kurz was gucken. Moment. Ach nee, wir kriegen hier nur... Nee, das Kompost kommt ja da oben raus, noch aus der Zuckerfabrik. Kriegt man noch woanders Schweinefutter produziert? Nee, wir produzieren ja selber nur Schweinefutter noch in der Raffinerie. Ne? Da bin ich jetzt verkehrt. Genau, in der Raffinerie. Ja, da sind ja natürlich 182.000 Liter drin. Ne? Im Komposter könnte man auch Kompost verkaufen bei Gelegenheit. Ne, das passt schon soweit. Das ist ja unsere Getreidemühle noch, die alte. Meine, die muss noch oben den Weizen verarbeiten. Natürlich, Sorghumhirse ist noch richtig voll. Da musste man ja von der Mission her mal anliefern. Meine Schweinefutterproduktion selber, wie viel haben wir da jetzt drin? Da ist ja auch noch 162.000 drin. Das ist schon noch... Es ist jetzt nicht so, dass unsere Schweine verhungern würden. Was ich aber eigentlich mit dem Trecker hier noch machen wollte... Ist natürlich hier vorne noch eine Halteposition für unseren LKW, weil den hatte ich ja hierher geschickt, um die Paletten abzuholen. Ach. Die brauche ich nicht zu machen, die Position, ne?
Die gibt's doch. Ich habe doch bloß wieder im falschen Ordner geguckt, oder? Ach nee, gibt's wirklich noch nicht. Okay. Aber eine Strecke hat man eingefahren. Gut, dann hätte ich es mit Ihnen hier gar nicht machen müssen. Mir war doch so, als hätte man da irgendwas gemacht. So, hier hinten müsste die erste Palette Hefe stehen. Hauptsache, unser Bier wird nicht so grün. Ich glaube, ich fahre noch um irgendwann. Ne? So, auch nochmal den hier, so Zuckerfabrik. Zuckerfabrik Paletten. Das schieben wir mal ja noch ein Stück zurück. So, und er fährt einfach mal zum Hof. Produktion Paletten. Also Zuckerfabrik Paletten geht jetzt auch hier in Ordner Produktion Paletten mit rein. Dass man da auch einen losschicken könnte, einsammeln. So, und er soll aber zum Hof, zum Tieren, zum Schweinestall, zum Ausladen. Das muss es geben, ne? Futter ausladen hier. Da soll er einfach mal hinfahren, da kippt man das aus, dann fahren wir ja noch eine Ladung Gerste hoch, ne? Ui. Die Ladungssicherung ist nicht perfekt. Ach, ich weiß, was passiert ist. Naja, ist klar. Ja, den habe ich natürlich hier mit Autolot, mit eingeschalteten Autolot hier hochgeschickt, ne? Hat er Melasse mit aufgesammelt? Nee, zum Glück nicht. Okay. Ich weiß, Zucker wird hier nicht angenommen, hier wird Zucker produziert, ne? Ja, ist doch gut, ich habe es gelesen. Ja. Meine, das kriegen wir jetzt ja richtig Gewicht, ne? Das sind 5000 Liter Paletten. Warum macht er die eine wieder nicht? Ja gut, ist egal. Die restlichen laden wir dann halt hinten in den Hänger rein. So, die drei Paletten werden wir mal noch hier vorzugsweise rübertragen. Weil die werden ja natürlich, wenn sie ausgeliefert sind, nicht mehr verteilt. So, unsere Handkabelstapler, ne? Also wie ist das überhaupt mit dem Siliermittel? Holen wir das dann hier lose ab oder kriegt man das dann auch in IBC-Containern? Wie wird das hier gehandhabt? Siliermittel wird produziert. Achso, ist einfach noch nicht genug da. Ich denke mal, das werden 5000 Liter Container sein, oder? Das wird genauso sein wie Palettengröße dann, ne? Was dann hier rauskommt, weil die Palette ist ja auch 5000 Liter Hefe, ne? Gut, gut. So, restlichen Zuckerpaletten einladen, hinten rein natürlich.
Da muss ich dringend drauf achten, dass ich immer den Autolot ausschalte, weil sonst irgendwann haben wir sonst was hinten drin. So, Zucker. Wo werden wir den Zucker los? Ich meine, wir könnten Einlagen vor schlechter Zeiten, aber wir brauchen ja Geld auf dem Konto. Denn selbst wenn ich ja schon wieder auf der Aufnahmeuhr gucke, wir schaffen das ja heute gar nicht mehr, das Klärwerk zu bauen. Ne? Ja, irgendwas. Meine 105.000 Liter Zucker haben wir auch noch im Lager. Besten Preis kriegt man aktuell für 889 bei Lidl, ne? Oder? Ist ja jemand anders der Meinung? Ne, 889 ist der beste Preis. Theoretisch könnten wir gleich selber hinfahren, ne? Ne, ihn werden wir hinschicken. Weil wir müssten ja uns oben noch um die Raffinerie kümmern. Die kriegen wir sowieso heute nicht mehr gebaut. Das Klärwerk. Was habe ich gesagt? Eigentlich wollte ich jetzt zu Lidl fahren, oder? Da ist er doch. So, springen wir mal hin zur Raffinerie. Ich habe wieder das Autoload an. So, dort, warum sehe ich den Trecker nicht? Habe ich mir das. Nee, ist doch angeschaltet, Fahrzeuge. Ach Quatsch, Raffinerie. Wo will ich denn hin? Dorthin will ich doch. Das war doch unser Anhänger für Diesel, der da drum steht. So, versackt ja auch ein bisschen. So, müsste jetzt oben Meldung weggehen, das Sonnenblumen. Hä? Warum kann ich ihn nicht auskippen? Ich habe doch Sonnenblumen mit. Das erschließt sich mir jetzt nicht. Warum kann ich die nicht ausladen, die Sonnenblumen? Ist hier kein Trigger mehr? Was sind das hier für lange Trigger geworden? Also eigentlich vermisse ich hier auf dem Abkipppunkt einen Trigger. Und nu? Also Sonnenblumen kriege ich irgendwie hier nicht rein. Oder mein Trecker ist hier irgendwas nicht in Ordnung. So überlege ich, wo ich hier ein Lager habe. Da müssen wir ihn nochmal runterschicken, aber das macht man jetzt stutzig. Weil wir können den anderen mal mit Raps herschicken, ja, das können wir machen. Aber ich würde sagen, dass, ja, gut, jetzt ist, weiß ich, nehme ich noch eine Folge auf. Ja, könnte man eigentlich machen. Mal gucken. Hier auch schon, ja, unser Wald wächst, ne?
Das wird langsam hier. Also die müssen natürlich noch deutlich größer werden, bevor wir die wegfräsen können. Hier ist klar, ne? Aber das geht relativ schnell mit der Ulme. Ich glaube, ja, die müsste eigentlich... Ja, im Sommer werden wir die schon fräsen können. Ob dann natürlich im Sommer unsere Pappeln hier oben sind, wie weit sind denn die überhaupt? Ne? Ja, die sind noch etwas kleiner. Ne? Also das dauert noch eine Weile mit den Pappeln hier. Gut, mit den... Oben an der Raffinerie muss ich mal gucken, was ich da mache. Lidl laden wir dann auch aus. Wo ist er? Ach so, genau, er hier war das wahrscheinlich mit der Meldung. Den hatte ich hier. Ach, hier vorne hat er nicht gemacht. Na gut, müssen wir noch nachholen. So, den schicke ich mal runter zum Hof. Mal gucken, muss ich mir mal Raps holen. Aber ich denke mal, ich sehe hier keinen Trigger über den Ausladepunkt, oder? Den kriege ich ja so nicht. Ich meine, hier ist zwar das Symbol, ne? Er schließt sich mir nicht, keine Ahnung. Meine Raps ist ausgeschaltet, da ist gar nichts drin. Oder das, was ich eingeladen habe, stimmt nicht so richtig. Gut, das werden wir aber gucken müssen. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge hier von der Marsch, die kommt natürlich am Dienstag, ne? Also Sonntag, Dienstag und Donnerstag machen wir hier eine Folge von der Marsch. Und die anderen Tage in der Woche gibt es eine von der Rostock, ne? So, und ja, live wird es dann nächstes Wochenende hoffentlich weitergehen, ne? Also in diesem Sinne, bis dahin und tschüss.